Als sich an diesem Morgen Peter Rothmeier kurz nach Schichtbeginn über die aktuellen Einsätze informieren lässt, überschlagen sich plötzlich die Ereignisse. Hallo? Ich brauche dringend Ihre Hilfe, bitte. Mein Freund ist weg. Ich drück ihn auf, einen Moment. Hallo? Dann erzählen Sie mal bitte in Ruhe. Wer sind Sie? Ich bin die Tina Lang. Ja? Mein Freund, der Stefan Abscheid, der ist verschwunden. Ich habe jetzt nur hier den blutigen Schuh von ihm, seinen Fußballschuh und das kaputte Handy von ihm gefunden. Dann kommen Sie doch mal bitte mit ins Büro und erzählen mir die Sache mal ganz in Ruhe. So, nehmen wir uns mal was zum Notieren, damit wir das alles chronologisch auf die Reihe kriegen. Erstmal brauche ich noch mal den Namen Ihres verschwundenen Freundes. Ist Stefan Abscheid. Ja. Wann haben Sie den denn zuletzt gesehen? Heute Morgen. Der wollte ein bisschen früher zum Fußballverein, weil heute ist das wichtige Spiel. Okay, welcher Verein ist das? Der Turbine Bickendorf. Ach, das ist hier der örtliche Verein, ja. Genau. Und die spielen gegen wen? Gegen TuS Bilderstöckchen. TuS Bilderstöckchen, auch ein örtlicher, weiß ein ja, Lokalderby. Genau. Ja, es ist heute die Meisterschaft, das ist das wichtigste Spiel. Ah, das müsste Kreisliga C sein. Ist genau. Aber unwichtig. Wie kommen Sie an den Schuh? Genau, ich wollte zum Fußballverein jetzt schon los. Und da habe ich den Schuh und das Handy gefunden. Und ich habe auch noch so... Wo haben Sie das denn gefunden? In der Umkleidekabine. In der Umkleide von genau. Turbine Bickendorf? Genau. Okay, weil Sie sich da umgeschaut haben, Sie dachten, der wäre da jetzt. Ja, ja, genau, weil ich wollte noch Ihnen viel Glück wünschen. Und dann habe ich auch noch die... Er hat also in letzter Zeit solche Drohbriefe gekriegt von dem Herr Sturz. Und... Also, das ist ja auch noch gar nicht so lange her, sehr geehrter Herr Abscheid. Bezüglich unseres Finalspiels um den Aufstieg in 5 Tagen möchte ich Sie bitten, Ihre Mannschaft Turbine Bickendorf davon zu überzeugen, dass es besser wäre, freiwillig zu verlieren. Okay, der Aufstieg ist für meinen Verein TuS Bilderstöckchen von enormer Wichtigkeit. Um Ihnen zu zeigen, wie wichtig, biete ich Ihnen 2000 Euro für die Vereinskasse. Ich rate Ihnen dringend, intensiv über dieses großzügige Angebot nachzudenken. Präsident des TuS Bilderstöckchen Jörn Schurz. Und der Brief kam jetzt als Drohbrief an Ihren Freund. Genau, also die beiden Briefe, die kamen jetzt an und... Also er ist ja jetzt auch der Kapitän der Mannschaft und... Ja. Genau, und jetzt ist ja... Ich finde ihn nicht mehr. Und wie gesagt, sein Handy, er kann ihn ja auch jetzt nicht erreichen. Der Herr Schurz, der droht ja auch noch, ich sehe, der droht ja auch noch, andere Maßnahmen zu ergreifen, sollte Ihr Freund da nicht einlenken. Okay, das ist natürlich schon eine harte Nummer. Dann werden wir den Herrn Schurz da mal zu befragen. Und ich werde natürlich mal zu beiden Vereinen eine Streife vorbeischicken, die sich da nochmal umschauen. Sie sind ja jetzt ganz aufgelöst. Und den Herrn Schurz, den möchte ich mal gerne auf der Wache haben, weil das ist ja eine astreine Bedrohung, die der hier hinlegt. Ne? Da soll er sich mal zu äußern. Nur wenige Minuten später erreichen Arne Schneider und Nesrin Yaman den Fußballverein, in dem der 28-Jährige vermisst wird. Dort hat sich eine mögliche Bluttat offenbar schon herumgesprochen. Hallo! Hörst du das? Ja, das ist zumindest auf, ne? Hallo? Hallo. Was machen Sie hier? Guten Tag, Herr Polizei. Komm, gehen Sie mal weg da. Was machen Sie denn hier? Ich mache hier Fotos. Gehen Sie mal bitte zur Seite nach hinten. Das haben wir gesehen, dass Sie hier Fotos machen. Aber ja, warum sind Sie hier? Ich bin hier wegen dem Entführungsfall hier von dem Stefan Abscheid von Turbine Bickendorf. Was heißt das? Das ist doch der Starspieler. Wer sind Sie denn überhaupt? Haben Sie einen Ausweis für mich? Ja, ich bin von der Presse. Dann hätte ich gerne einmal auch den Presseausweis. Ja, da überhaupt gar kein Problem. Was heißt denn hier Entführungsfall? Woher wissen Sie denn darüber Bescheid? Ja, ich bin angerufen worden. Ich war im Büro, ich bin angerufen worden und von wem kann ich Ihnen nicht sagen. Das war anonym und bin hierher bestellt worden, weil eben der Stefan entführt worden ist. Also nennt man einen Gedanken daran verschwendet, die Polizei vielleicht zu rufen, wenn jemand entführt ja, wird? Ja, doch, natürlich, aber scheint ja auch so geklappt haben, Sie sind ja da. Wussten die Nummer nicht oder warum? Ja, aber ich bin erstmal hier hingefahren, das ist natürlich die Story. Wer hat Sie denn genau angerufen? Das kann ich Ihnen nicht sagen, der Anruf war anonym. War es eine männliche oder weibliche Stimme? Es war eine männliche Stimme. Männliche. Okay, das gut. Das sieht ja jetzt schon aus wie Blut hier, würde ich sagen. Ja. Gab es irgendeinen Hinweis, was mit der Person... Hört Sie jetzt bitte auf zu fotografieren. Es gab jetzt keinen Hinweis, wo der hingebracht werden soll. Nö, also das T-Shirt habe ich mir da aufgehängt, weil das lag da so rum. Das haben Sie aufgehängt? Halt, ja, das macht halt die besseren Bilder, ne? Sie wissen schon, dass er da Spuren mit verwischen. Wo lag denn das? Das lag da in der Ecke. Okay, gut. Ich würde sagen, bevor wir noch mehr Spuren verwischen, gehen wir jetzt mal hier raus. Ja, ich weiß, dass wir Fotos machen dürfen, aber das ist ein akuter Tatort hier.
da können Sie dann im Nachgang Bilder von machen, ja? Einfach hier irgendwelche Spuren verwischen. In der Zwischenzeit erreicht der Präsident des konkurrierenden Fußballvereins die Wache Köln-Mülheim. Peter Rothmeier konfrontiert den Mann mit dem Verdacht, der gegen ihn im Raum steht. Und zwar sind Sie hier bei mir, weil ich Ihnen vorwerfe, eine astreine Bedrohung hingelegt zu haben. Und zwar mit diesen beiden Briefen hier. Eine Bedrohung. Diese beiden Briefe sind gezeichnet durch Sie, gerichtet an den Herrn Atscheid, den wir derzeit vermissen. Die Lebensgefährtin des Herrn Atscheid sitzt im Nebenbüro und weiß nicht, wo er ist. Das ist doch ein Spaß hier. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Deswegen bin ich hier. Also das ist absolut aus den Haaren gezogen. Also ich weiß nicht, was der Herr Atscheid, der ist ja der Kapitän von der anderen Mannschaft, was der da für eine Nummer abzieht. Also wir haben es absolut nicht nötig. Also ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer ich bin. Ich bin ein renommierter Geschäftsmann. Ich habe ein Unternehmen aufgebaut, bin seit Jahren in unserem Traditionsverein Präsident. Also da habe ich es nicht nötig, irgendwelche Gegner zu denunzieren oder zu erpressen. Also hallo, da hört's doch auf. Ja. Also was soll das denn für ein Blödsinn? Also verwehre ich mich absolut dagegen. Deswegen bin ich hier. Deswegen sind Sie da. Okay, gut. Mario! Frau Böhm! Mario, was sagen Sie? Hey, stopp mal! Entführung von dem Stefan! Welche? Das ist doch Ihr Starspieler. Was sagen Sie denn Frau Böhm? Ich hab nichts Sie hören jetzt mal auf. Ich hab nichts mitbekommen. Ihre Arbeit muss jetzt erstmal warten, ja? Wir machen jetzt erstmal unsere Polizeiarbeit und dann dürfen Sie gerne... Wir können aber mit ihm noch sprechen, Wir reden mit ihm, Sie können auch gerne Bilder machen, aber lassen unsere Arbeit machen und stören Sie sich dabei, ja? Okay, wer sind Sie? Ich bin Mario Hellwig. Sie sind Mario Hellwig, was machen Sie? Ich wollte mich mental auf meinen Platz hier vorbereiten. Haben Sie irgendwas mitbekommen, dass hier jemand aus der Kabine rausbekommen ist? Weil hier ist jetzt gerade wohl anscheinend eine Entführung passiert. Ich habe gerade überhaupt gar nichts mitbekommen. Also nichts. Ja, die Ereignisse haben sich hier dann auf einmal überschlagen. Der Kassenwart des Vereins kam dann noch hierher, hat uns angegeben oder uns gegenüber angegeben, dass aus der Kasse Geld entwendet worden ist. Das war jetzt in dem Moment für uns natürlich auch wichtig. Ob das im Zusammenhang mit der Gesamtlage hier steht, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Haben uns dann aber die Spurenlage erstmal angeschaut, um den Kassenwart auch ein bisschen zu beruhigen. Hier war jetzt Geld drin, richtig? 1.800 Euro. Und 1.800 Euro. Wer hat jetzt alles hier Zugang zum Schlüssel? Wenn jetzt keine Aufbruchsspuren sind, wir gucken gleich nochmal an der Tür. Wer hat da alles jetzt zum Schlüssel? Nur der Jörn und ich, der Herr Schulz, der Präsident. Ja, gut, also wenn Sie das Geld jetzt dann haben... Nee, ja, dann würde ich ja nicht zu Ihnen kommen, oder? Ja, wir haben schon alles erlebt, ne? Wo ist denn der Jörn? Das weiß ich nicht, der wollte irgendwann kommen. Wir haben ja heute noch das Spiel, aber... Ja. Herr Schubert, die Schränke waren ja auch verschlossen, oder? Nee, der Chandelier ist nicht verschlossen, der Schrank. Nee, das ist nur so zum Aufschieben. Herr Schubert, haben Sie was verloren vielleicht? Die Türe war verschlossen, das war verschlossen. Ja. Was ist das? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mario Hellwig. Mario Hellwig? Mario Hellwig. Der spielt doch für die Turbine. Ist das, also ist nicht von Ihnen? Das ist doch der Herr unten, oder nicht? Ja. Das ist einer von den Stürmern hier. Ich mach den Brief jetzt einfach mal auf. Aber es gehört nicht Ihnen. Nö. Wir wissen da nichts drüber. Dann gucken wir mal rein, was das ist. Ey, keine Ahnung. Also das hat auch bei uns im Verein nichts zu suchen. Der spielt ja nicht bei uns. Ja. Geld. Zufällig 1.800 Euro. Sehen wir mal. Poh. Also Sie wissen jetzt, Sie sind ja der Kassenwart. Ja. Sie wissen jetzt nichts über... Nee. Also, dass er hier bezahlt wird für irgendwelche Sachen? Nee, warum soll ich? Nee. Ich kenne den natürlich, klar, der spielt bei der Turbine. Da, was ist ein Zufall, guter, das sind 1.800 Euro. Herr Schulz, Sie sind vor circa 5 Jahren schon mal bezüglich einer Bestechung aufgefallen. Ah, jetzt kommen Sie mit diesen alten Kamellen. Das Schlimme an der ganzen Sache ist die Bestechung. Die ist nicht weit weg von dem, was ich hier vorliege. Ach, das war ein Kavaliersdelikt. Der hat es ein bisschen falsch verstanden gehabt. Das war eine Offerte, das war ein Geschäft, das war ein Angebot. Das war keine Bestechung in dem Sinne. Ich habe dafür damals meinen Preis bezahlt. Ich habe dafür auch Buße getan. Alles gut, alles drin. Das Thema ist vom Tisch. Aufgrund der geltenden Pressefreiheit darf die Reporterin das Geschehen weiter beobachten. Die Befragung des Fußballers wird dann allerdings jäh unterbrochen. Was ist denn los? Wir kommen gleich wieder. Bleibt hier! Hilfe! Hey,
Hey, ruhig. Alles gut? Alles gut. Ruhig. Tut der Kopf weh. Bleiben Sie mal kurz stehen, bitte. Der Kollege wird jetzt an Sie herantreten und Ihnen helfen. Okay. Nehmen Sie bitte die Fesseln weg. Ich nehme Ihnen die Fesseln weg. Sie sind verletzt am Kopf. Ruf mal einen Rettungswagen. Ja, mach ich. Oh, okay. Um mein Kopf. Was ist denn passiert? Wo den führt? Von wem? Ich bin der Stefan Atschei. Ah, Sie haben mir gesucht. Ach, die vermisste Person. Ja, ich wurde entführt von diesem Jörn Schurz hier von dem Verein. Ah, okay. Von Jörn Schurz? Ich hab das genau gesehen. Ich funk das mal ganz kurz, ja? Ja, das wäre gut. Was sagen Sie zu Herrn Hellwig? Sieht hier schlecht aus für mich, ne? Bis jetzt ja. Okay. Pass auf. Ich habe mich ja mit den Herrn Hellwig, Mario Hellwig, getroffen und habe ihn gefragt, Mensch, wäre es nicht möglich, an dem heutigen Spieltag nicht dabei zu sein und ja, vielleicht dann in der nächsten Saison für uns zu spielen, damit wir endlich den Meistertitel bekommen. Ich habe ihm nicht bestochen, ich habe ihm nur ein Angebot gemacht und habe gedacht, jo, er ist Student, er ist jung und genau. Ich gebe ihm einfach das Geld aus der Vereinskasse als Begrüßungsgeld. Ja. Das ist, wie man das formuliert, ne, das ist ja das immer ist unterschiedlich. Sport ne? ist Politik, Sport ist Business. Okay. Sie müssen sich das vorstellen. Ja, ich habe es für meinen Verein gemacht. Ich habe auch in dem Verein noch nichts gesagt, weil diese ganzen Schnarchnasen, bis die mal aus dem Quark mit einer Entscheidung kommen, hier muss eine schnelle Entscheidung getroffen werden. Und deswegen habe ich mich heute auch mit dem Herrn Hellwig eigentlich in meinem Vereinshaus treffen wollen, um ihm das versprochene Begrüßungsgeld. Ne? Ist es denn zur Übergabe gekommen? Ja, ich sitze ja hier. Nachdem Nesrin Yaman und Arne Schneider den vermissten Fußballspieler gefunden haben, ist die Sache eindeutig. Doch das dicke Ende kommt erst noch. Du kannst dich doch nicht hier von Bilderstöckchen bestechen lassen, um in den Verein zu wechseln. Was bist du denn für ein korrupter Idiot, ey? Okay, du hast doch gar keine Ahnung. Ich brauch das Geld. Jungs Piano. Ey, der kommt zu uns in den Verein, macht da auf großen Macker und lässt sich dann jetzt verkaufen. Du bist doch jetzt ewig, das hat sich doch eh nicht mehr zu tun. Also okay, gut. Also jetzt wissen wir zumindest, wofür die 1800 Euro waren. Das ist ja eigentlich ihre Entscheidung, aber ich sag mal, Bestechung, Korruption, ja, ne? Aber ist ja im Fußball auch gang und gäbe. Jetzt wollen wir aber nochmal von Ihnen jetzt genau hören. Also wenn der Jörn sagt, er hat mit der Entführung nichts zu tun, was hat denn das Ganze auf sich? Sie haben ja gesagt, Sie haben ihn eindeutig gesehen, oder? Ja, natürlich habe ich den gesehen. Ich habe gesehen, wie er mich damit geschlagen hat. Und ich bin ja dann ohnmächtig geworden, dann kann ich mich ja nicht mehr an alles erinnern. Also wir sind schon, wenn wir da jetzt Spurensuche betreiben, dass wir Sachen finden, vielleicht auch die vielleicht nicht so zu Ihrer Version jetzt passen. Ich meine, ich habe doch hier auch eine Wunde und alles, das sieht man doch. Ich meine, was kann ich denn machen? Aber ganz kurz, Herr Archer, Sie fassen sich ziemlich oft an die Wunde. Also ja, wirklich halt Schmerzen müssen Sie ja nicht haben. Und Anne, siehst du das? Schau mal. Also die Wunde ist jetzt auch nicht, also eigentlich sehe ich keine Wunde, ich sehe jetzt nur rot. Ja, es ist halt voll Blut. Ja, also wir können das gerne, wir haben ja einen Rettungswagen gerufen. Ja, da wird ja jetzt untersucht werden, denke ich, ob das eine tiefe Schnittplatzwunde wie auch immer ist. Ich weiß ja nicht, wie tief das ist. Es kann ja sein, dass der nur oben was getroffen hat. Das sieht gar nicht aus, wie als wäre da irgendwas aufgeplatzt. Das fällt schon ab an der Seite. Also vielleicht sollten Sie sich noch überlegen, was jetzt hier wirklich passiert ist. Ja, also, das ist seine Schuld. Was ist seine Schuld? Meine Schuld? Ja. Warum ist das meine Schuld? Weil der jetzt bei uns einen Verein kommt auf Macker machen muss. Wegen ihm darf ich nicht bei unserem letzten Saisonspiel mitspielen, weil er jetzt meine Stellung einnehmen muss. Und dann ist er noch so ein korrupter Idiot und wechselt hier den Verein. Das wusstest du doch gar nicht. Mir ist doch scheißegal, man sieht doch, was du für ein Idiot bist. Deshalb hätten wir dich nicht in den Verein holen sollen. Du klaust mir nicht nur die Position, sondern machst auch noch so einen Mist. Was haben Sie jetzt dann gemacht? Ja, ich sag mal so, das ist meine letzte Saison, weil ich ein bisschen älter bin, also aber auf jeden Fall älter als er. Und unser Trainer wollte ihn jetzt in den Verein holen als neuen Superstar. Auf Ihre Position? Ja, also ist ja in Ordnung. Aber ich wollte jetzt beim letzten Spiel noch einmal sagen, wie gut, ich hole uns den Sieg. Und dann komme ich schön in der Presse raus und dann schreiben die noch mal über mich. Aber dann musste unser Trainer sagen, dass der jetzt auf meiner Position spielt und ich darf halt nicht mehr mitspielen. Und deswegen haben Sie jetzt Ihre Entführung vorgetäuscht, um Ihren Trainer zu schaden, oder was? Ich wollte einmal in die Presse kommen. Na gut, das können Sie haben. Ja, ist ja, die Pressetante ist ja da. Jetzt haben Sie, glaube ich, eine wunderbare Geschichte. Ja.